Einen schönen guten Abend zur Kulturzeit. Fast alle Terroranschläge haben eine Gemeinsamkeit. Sie sollen Unsicherheit schüren, um ein System instabil zu machen. In Luxemburg werden Terroranschläge aus den 80er Jahren jetzt in einem Jahrhundertprozess aufgerollt. Sie sind auch für die deutsche Öffentlichkeit von Bedeutung. Im Mittelpunkt stehen Attentate, die wahrscheinlich nicht von Extremisten verübt wurden, sondern von militärischen Geheimdiensten. Jetzt hat zum ersten Mal ein deutscher Zeuge ausgesagt und den Bundesnachrichtendienst und die Bundeswehr verantwortlich gemacht. Wenn da tatsächlich was dran ist, dann könnte man von Staatsterrorismus sprechen. Clemens Rier geht dieser These nach. Es begann 1984 mit gesprengten Strommasten im ganzen Land. Es ist ein Sumpf, der macht die ganze Zeit Gluck, Gluck, Gluck. Aber dieser Gluck, Gluck war vorprogrammiert. Das Piscine Olympique, das olympische Schwimmbad. Auch hier explodierte eine Bombe. Ein Gaswerk ging in Flammen auf. Die Attentatsserie wurde nie geklärt. Ein großer Teil hat man versucht, unter den Teppich zu kehren und effektiv die Sache ins Leere laufen zu lassen. Bei einem EU-Treffen wurde eine Handgranate geschmissen. Steckt Staatsterrorismus dahinter? Also die Amerikaner haben überhaupt keine Interessen, dass in Europa das Thema NATO, Geheimarmeen und Gladiator und Stay Behind aufgeklärt wird. Weil es geht um nichts weniger als den Vorwurf von US-Terrorismus in Europa. Der Luxemburger Journalist Marc Thoma recherchiert nun seit über 20 Jahren in dieser Sache und hat sich damit nicht unbedingt immer Freunde gemacht. In meinem Schlafzimmer wurde geschossen. Ich habe dann immer die Polizei gerufen, dann hat die auch immer Ermittlungen angestellt. Aber natürlich hat man nie herausgefunden, wer das war. Ja, das waren einige Male, wo es dann, das, um uns dann einzuschüchtern natürlich, oder am Auto herumgefummelt. Oder die sind mir auch mal nachgefahren, als ich am Fahrrad war. Eine Wiese in der Nähe von Luxemburg-Stadt. Hier entdeckt ein Ehepaar 1985 eine heimtückische Sprengfalle. Nach den Angaben des Zeugen baut sie Marc Thoma nach. 17 Meter Stolperdraht waren quer durch den Wald gespannt. Es war auf Kniehöhe war ein Draht. Und wenn man in den Draht gerät, dann explodiert links und rechts davon an den Bäumen der Sprengsatz. Und die waren auf Kopfhöhe. Das heißt, wenn der Herr Wohlfahrt mit seiner Frau da hineingeraten wäre, die wären tot gewesen, ganz sicher. Also genau nach dem Vietnam-System waren die aufgebaut. Sie sollen laut Anklage all die Attentate begangen haben. Zwei ehemalige Polizisten der Eliteeinheit Brigade Mobil. Bauernopfer, die von den eigentlichen Tätern und Planern ablenken sollen, sagt ihr Anwalt. Das ist jetzt fast ein drittes Jahrhundert, ne? Und es ist bis jetzt nicht viel dabei rausgekommen. Ich würde sagen, nichts. Warum? Da die Staatsräson in diesem Dossier spuckt. Spukt. Und spuckt. 180 Asservate der Anschläge wurden seinerzeit in die USA geschickt. Das FBI hatte Hilfe angeboten. Zurück kamen nur wenige. Die anderen sind seitdem verschollen. Nur eine der vielen Merkwürdigkeiten. Gaston Vogel, der Staranwalt Luxemburgs, glaubt an eine große Verschwörung. Luxemburg war seinerzeit wichtiger Brückenkopf der NATO und Ort großer amerikanischer Manöver. Bloß ein Zufall? Es gibt politische Kräfte, die immer noch daran interessiert sind, dass nichts dabei rauskommt. Wahrscheinlich die amerikanische Botschaft am meisten. Und welche Kontakte die amerikanische Botschaft mit unseren Regierungskreisen ist, weiß ich nicht. Denn wenn das alles rauskommen würde, dann müsste man die ja steinigen gehen. Ne? Und nun auch noch das. Andreas Kramer, Historiker aus Duisburg, sagte vor dem Gericht, sein Vater, Bundeswehrsoldat und BND-Agent, sei verwickelt. Mein Vater war in Luxemburg, hatte die Operation Luxemburg direkt mit durchgeführt. Mein Vater war in Luxemburg. Er hat mir auch genau beschrieben, wie zum Beispiel ein Ferienhäuschen in die Luft gesprengt wurde. Das war übrigens als Übung gedacht, wie ich später erfuhr. Da ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Aber manch, was habt ihr denn, was macht ihr jetzt noch weiter? Ferienhäuser in die Luft sprengen, was soll das? Das ist er, Johannes Karl Kramer, Hauptmann der Bundeswehr und 2012 verstorben. Sein Sohn erzählt, der Vater habe ihn selbst zu einem Geheimkämpfer machen wollen und ihn deshalb schon früh ins Vertrauen gezogen.
Ich sollte also schon eine Art paramilitärische Ausbildung bekommen. Und welcher Schüler lernt fechten, tauchen, später noch Fallschirmspringen am Rande, um dann einen normalen Freizeitsport zu haben. Das ist sehr ungewöhnlich. Das ehemalige Streitkräfteamt der Bundeswehr in Bad Godesberg. Demnächst wird es abgerissen. Andreas Kramer sucht das Büro seines Vaters. Mit 16 war er das letzte Mal hier. Mein Vater hat ein relativ kleines Büro, ganz schmucklos, so wie die Büros, die Sie hier sehen. Und es stand da nur ein Schreibtisch drin, ein Aktenschrank, ein Regal und ein paar Fachbücher von der Bundeswehr. Ansonsten habe ich keine Akten gesehen. Und ich fragte meinen Vater, sag mal, wo sind deine ganzen Akten? Und er antwortete mir, sie sind alle im Panzerschrank. Sein eigentliches Büro habe sein Vater beim BND besessen. Hat er Anschläge wie die auf die zentralen Telefonleitungen Luxemburgs geplant? Die Attentate, die gemacht worden sind, waren alle militärischer Natur. Das Hauptattentat, was gemacht worden ist, war am Flughafen. Bis zum Anschlag bewachte ein einziger Gendarm den Flughafen. Das hatte die NATO kritisiert. Nach der Bombe wurde die Sicherheit hochgefahren. War das der eigentliche Sinn der Aktion? Ein weiterer Zeuge meldete sich. Er sagte Mark Thoma, dass er kurz vor dem Anschlag den Bruder des Großherzogs vor Ort gesehen habe, mit verdächtigen Kisten. Er und ehemalige Staatschefs müssen nun aussagen. Mit Rang und Namen treten da eine Menge Zeugen auf. Und der Rechtsanwalt Metro Vogel hat schon angekündigt, dass er die echt in die Mangel nehmen würde. Denn er denkt, die wissen viel mehr, als die sagen. Der Schweizer Wissenschaftler Daniel Ganser hat darüber geschrieben, wie die USA die NATO-Geheimarmeen aufbauten, wie sie Angst und Schrecken verbreiteten für einen starken Staat im Kalten Krieg. Die Diskussionen in Luxemburg hält er für vorbildlich, vor allem für Deutschland. In Deutschland spricht man nicht über die NATO-Geheimarmeen, weil man die USA nicht verärgern will. Und ich denke persönlich, das ist ein Fehler. Weil indem man hier auf einem Auge blind ist, erkennt man ja gar nicht, was die verdeckte Kriegsführung in Europa im Kalten Krieg angerichtet hat. In Luxemburg gab es keine Toten, in Deutschland schon. Wie beim Oktoberfestanschlag 1980. Auch hier gibt es Merkwürdigkeiten in den Ermittlungen, reihenweise. Beschuldigt wurde ein rechter Einzeltäter. Doch nun erzählt Andreas Kramer, sein Vater sei auch an diesem Anschlag beteiligt gewesen, habe ihm von der Bombe erzählt und zeigt ein Foto. Wenige Tage vor dem Oktoberfest. Mein Vater hatte nun mit einer Bombe gebaut und ich wusste von dem Bau der Bombe. Nur ich hatte nie damit gerechnet, dass mein Vater die Bombe wirklich einsetzen würde. Daniel Ganser fordert, dass die Aussagen Kramers nun in Deutschland untersucht werden. Mark Thoma hofft, weitere Zeugen zu finden. Und Gaston Vogel, dass seine Mandanten nicht verurteilt werden. Beinahe 30 Jahre sind seit den Anschlägen vergangen. An ihrer Aufklärung war man noch nie so nah dran wie heute. Inzwischen hat das FBI weitere geheime Aktenordner an das Gericht übergeben. Vielleicht bringen diese Licht ins Dunkel.